glaubst, JavaScript läuft nur im Browser? Okay, wir müssen dringend reden. JavaScript ohne Browser funktioniert. Warum? Node.js macht's möglich. JavaScript würde natürlich für den Browser entwickelt, um HTML-Seiten zu manipulieren, zu modifizieren. Allerdings hat Google es sich mehr oder weniger zur Aufgabe gemacht, auch JavaScript serverseitig zur Verfügung zu stellen. Das ermöglicht uns aber auch weiters, dass wir JavaScript-Dateien und Algorithmen implementieren, testen, ohne dass wir jedes Mal eine HTML- oder Webseite brauchen. Dank Node.js können wir einfach JavaScript verwenden, um Algorithmen auszuprobieren, um Ideen auszuprobieren, um einfach Prototyping zu machen, ohne großen Aufwand. Hierzu verwenden wir Folgendes. Einfach eine neue JavaScript-Datei in einem Ordner erstellt. Hello.js zum Beispiel. Ich verwende hier Visual Studio Code, ein Editor, der hierzu auch recht gut geeignet ist. Console.log. Hello World. Liebe Entwicklergemeinde. Und wir können auch natürlich jetzt alles, was wir in JavaScript tun können, machen. Wir können Algorithmen definieren, Variablen definieren, schleifen, alles, was uns beliebt. Wir können zum Beispiel ein Array definieren mit den Werten 1, 2, 3, 4. Wir können auch das ausgeben. Console.log Array Werte Doppelpunkt und das Array. So, und jetzt einfach Debug statt Debugging. Und zwar mit Node.js. Und wir sehen hier in der Konsole Hello World, liebe Entwicklergemeinde und die Array-Werte automatisch ausgegeben. Das Ganze geht aber nicht nur innerhalb dieser Entwicklungsumgebung, sondern auch in, wie soll ich sagen, alter Manier über die Konsole. Und wir sagen Node Hello.js und auch hier sieht man die entsprechende Ausgabe. Also recht angenehm, um kurz etwas zu testen. Node.js macht es möglich. Wenn es euch gefallen hat, einfach Node.js herunterladen und selbst ausprobieren. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.